Wie ihr ja wisst, haben wir eine Gipshand mit Ring angefangen. Doch der Anfang lief nicht so ganz wie geplant. Beim Rausziehen ist einfach ein Stück abgebrochen. Mal schauen, ob wir das Ganze jetzt noch fixen können. Erstmal hat Marc ganz professionell den Gips angerührt. Wenn ihr wüsstet, wie jetzt gerade der Tisch aussieht, dann haben wir den Schmodder ganz professionell hier reingefüllt. Dann schön abklopfen, dass die Blubberblasen rausgehen. Und jetzt heißt es, 4 Stunden warten. Ich bin so gespannt, ob das Ganze geklappt hat und dass man den Ring auch gut sieht. Und jetzt geht's auf die Schatzsuche. Ich habe das ganze Stine überlassen, da ich der Grobmotoriker bin. Okay, das sieht so aus, als wenn wir irgendwas falsch gemacht hätten. Okay, jetzt heißt es, ich muss erstmal meine Handwerker-Skills auspacken. Und nachdem Marc das alles gerettet hat, schaut mal, wie schön das jetzt aussieht. Sollen wir die Hände noch anmalen?